620 Kilogramm Kokain, 580 Kilogramm Marihuana, 35 Kilogramm Opium und 78 noch im Sand steckende Peyote-Kakteen frisch aus Coahuila. Fernab von jeglicher Zivilisation sind wir von Bucht zu Bucht, von Dorf zu Hütte, von Strandbank zu Unterschlupf. Die mexikanische Drogenfahndung war uns dicht auf den Fersen. Wir wollten etwas Großes machen. Risiko und Gefahr wurde zur Sucht. Wir wanderten entlang kilometerlangen Stränden, streiften durch wilde Natur, üppige Regenwälder. Wir organisierten vertrauensvolle Einheimische und Boote, um die Fracht in 5 Wochen abzuliefern.